Was geht ab, ihr Minecraft-Freunde? Aber nicht jeder von euch ist ein Minecraft-Freund, denn nur echte Minecraft-Freunde erkennen sofort diesen Song hier. Denn das ist auf einer Embira gespielt. Das ist das Ding, was wir uns hier gerade angucken. Und so hat sich nämlich jemand hier eine Embira geholt und hat einfach den Minecraft-Song nachgespielt und es funktioniert perfekt. Alter, es ist genau der Song. Und der spielt das einfach auf dieser Embira. Und das ist irgendwie so ein Instrument, was wahrscheinlich von der Sorte Xylophon kommt oder so. Und der hat das Ding einfach genommen und hat einfach darauf den Song gespielt. Einfach neben dem Wasser. Sieht richtig cool aus, das Video. Und das wollte ich euch zeigen. Denn ich habe nämlich heute wieder auf Reddit super viele interessante Threads gefunden, die wir uns gemeinsam ansehen werden. Ich habe hier nämlich noch ein Video für euch, was euch aus den Socken hauen wird. Es gibt hier einen Typen, der hat sich selber aus den Socken gehauen. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Es dauert nur 7 Sekunden, aber man muss ganz genau hinsehen. Er fliegt am Anfang des Videos und fliegt jetzt super schnell Richtung Bett. Ich zeige euch jetzt einfach mal das Video im Ganzen. Also, er fliegt da drin, dann klickt er das Bett an, fliegt weiter durchs Bett und landet einfach im Wasser und wacht wieder auf. Das ist richtig witzig, jetzt nochmal im Langsamen. Er fliegt sozusagen aufs Bett zu, währenddessen er mit seiner Elytra, mit seiner Rakete geboostet, aufs Bett drauf fliegt, klickt er aufs Bett drauf, kommt ins Bett rein, aber daher, dass sein Charakter immer noch am Fliegen ist, fliegt der vorbei und landet einfach im Wasser, aber liegend. Das heißt, also er übernachtet einfach im Wasser und dann wacht er einfach wieder auf und dann ist wieder Tag. Das ist komisch, das Video, aber es ist tatsächlich genau so. Also, ich habe sowas noch nie gesehen, deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen. Und ich zeige euch mal hier das nächste Video. Und zwar ist das nämlich ein rekordverdächtiges Video, denn hier hat nämlich jemand vor 7 Tagen etwas gepostet, was 116.000 Upvotes bekommen hat auf Reddit. Das ist krank, das ist wirklich extrem viel und ich zeige euch auch, warum das so ist. Denn der hat nämlich eine Ziplining-Konstruktion gemacht mit über 1.000 Comment-Blocks und ich kann euch versprechen, das wird euch definitiv aus den Socken hauen. Ich glaube, dieses Video ist nicht komplett Vanilla Minecraft, sondern es ist auch ein bisschen gecuttet und geschnitten, ne? Aber nichtsdestotrotz ist es krass. Also, er möchte auf die andere Seite kommen und platziert dieses Ding jetzt. Und jetzt beginnt seine Comment-Block-Konstruktion. Und das Ding baut sich jetzt einfach Block für Block auf und er hat jeden einzelnen Schritt davon in Minecraft animiert. Und das sieht so krank aus. Ich sag's euch, das ist sogar zu viel. Ihr seht, es baut sich so eine Art kleine Rakete oder Kanone auf. Und das ist so detailliert gemacht, dass er da sogar diese Seile dran runtergehen lassen hat. Und jetzt ist da diese Kanone, die sich aufbaut und die schießt einfach einen Zaun. Jetzt ist noch krasser, baut sich da jetzt einfach eine Gondel dran. Das ist das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Das heißt also, der hat wirklich die Funktionen wirklich überlegt, wie er das machen möchte. Und sogar oben so kleine Führdinger hat er noch so gemacht. Das ist so perfekt dargestellt. Und jetzt kann der sich da einfach reinsetzen. Und kann jetzt einfach diesen Berg erklimmen, indem der da einfach rüberfährt. Und das Krasse ist, es funktioniert sogar. Das funktioniert im echten Minecraft. Er hat leider keinen Download-Link zur Verfügung gestellt. Aber er hat tatsächlich gezeigt, dass das einfach funktioniert. Er hat sich eine eigene Gondel von Berg zu Berg gebaut. Das ist wirklich krass und dementsprechend hat er auch wirklich extrem viele Awards dafür bekommen und 116.000 Abos. Wahnsinn! Kommen wir weiter zu was Kleinerem, was nochmal cooler ist. Und zwar hat nämlich jemand hier vor 20 Tagen einfach eine Nether-Portal-Lampe gepostet. Und so hat er wie so eine Art Kran gebaut und hat das Ganze hier in klein nochmal nebendran gebaut. Und hier hat er das Ganze nochmal in groß nebenbei dran gebaut. Und das ist einfach so eine Nether-Portal-Lampe. Sieht irgendwie cool aus, wollte ich euch gerne einfach mal zeigen. Dann haben wir hier jemanden, der überkrass ist. Ihr habt schon einen kleinen Spoiler bekommen. Und zwar, der platziert einfach so diesen Comment-Block und es ist so krass, was mit Comment-Blocks möglich ist. Man kann jetzt wirklich alle Blöcke irgendwie platzieren und so richtig krasse Animationen schon richtig machen. Der Typ hier hat wirklich eine absolut kranke Regenbogen-Animation gemacht, indem er sozusagen alle Blöcke miteinander verbunden hat und damit so richtig schöne Sinuskurven und so mathematische Kurven mit diesen Blöcken gemacht hat. Und das ergibt sozusagen dieses wunderschöne, bunte
komplette Bild. Weil das ist so, das hier, was ihr hier alles seht, das ist wirklich alles mit Mathematik gemacht. Das heißt, Leute, falls ihr euch also für Mathe interessiert, könnt ihr sowas hier, was extrem cool aussieht, auch in Minecraft umsetzen. Man muss nur wissen, wie man die, Kurven richtig fährt. Und jetzt geht's hier richtig ab. Und ich weiß nicht, was er hier für einen Film geschnitten hat. Aber ob das hier mit Mathematik funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Gut, aber bevor wir hier verrückt werden, schalte ich das jetzt erstmal wieder aus. Dann haben wir das wieder. Okay, kommen wir weiter. Und zwar habe ich nämlich hier was Witziges. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Und zwar gibt es da zwei Typen, die sind richtig witzig. Der erste Typ hier, der hat dieses Video hier gepostet, okay? Und da hat er einfach gesagt, dass er einen Generator gebaut hat für ein Labyrinth. Das heißt also, das ist ein automatischer Labyrinth-Generator. Und dieser Labyrinth-Generator kann sozusagen einfach random irgendwelche Labyrinthe erfinden und danach kann man die einfach spielen, okay? Das heißt also, das Ganze macht er auch mit mathematischen Formeln, was übertrieben krass ist, dass das überhaupt in Minecraft funktioniert. Und es ist super. Also, es funktioniert wunderbar. Und das ganze Ding hat einen anderen Typen auf eine Idee gebracht. Und zwar, wenn man hier nämlich fertig guckt, macht das Ding hier das Labyrinth komplett fertig und dann hast du sozusagen am Ende dann so ein kleines Ding, was du suchen kannst, beziehungsweise wo du das Labyrinth durchspielen kannst. Ein anderer hat sich da gedacht, naja, ich habe keine Lust da, mich selber dran zu setzen und dieses Labyrinth durchzuspielen. Deswegen gibt es einen Typen, der geschrieben hat, hey, der Typ, der diesen Generator für das Labyrinth gemacht hat, ich habe einen Labyrinth-Löser gemacht in Minecraft. Das heißt also, der eine hat einen Labyrinth-Macher gemacht und der Typ hier hat einfach einen Computer dazu programmiert, um seine Labyrinthe, die der andere Computer gemacht hat, zu lösen. Das heißt also, dass man selber gar keine Lösung suchen muss, sondern man lässt es einfach einen Computer machen. Das Lustige an der Sache ist, dass es tatsächlich sogar ein Deutscher war, der das gemacht hat. So. Das heißt, hier steht sogar dran, Rüstungsständer, er wurde erzeugt. Das heißt also, wir Deutschen haben tatsächlich da eine Lösung für gefunden. Hast du sehr gut gemacht. Der Yannick. Props gehen raus an der Yannick, der hat einen Generator gebaut, dass der selber dieses Labyrinth nicht lösen muss, sondern von einem Computer gesteuert. Richtig gut, Yannick. Okay, gehen wir weiter. Hier habe ich nochmal jemanden gefunden, der hat auch was mega cooles gemacht. Und zwar, ihr kennt diese Ender Crystals und der hat tatsächlich das Texture Pack so geändert, dass dieser Stein in der Mitte, dass der einfach zu einem Rubik's Cube wird. Das ist eine coole Sache. Dadurch sieht er sozusagen ein bisschen, naja, eleganter und crazyhaftiger aus. Und dadurch hat man dann so eine Art kleinen Rubik's Cube. Cooler wäre es noch gewesen, hätte er ihn eingefärbt wie ein Rubik's Cube, dann hätte das 1:1 genauso ausgesehen, wie man es eigentlich von den Rubik's Cubes kennt. Genau. Gehen wir mal weiter. Da habe ich nämlich nochmal hier so ein absolut lustigen Fact. Und zwar, hier ist so ein Typ, der hat einfach geschrieben, es gibt super viele Gründe, um Gravel zu hassen. Erstens, Gravel ist nervig, Gravel ist überall und irgendwie, wenn das einmal vorkommt in dieser Masse, muss man das immer wegbekommen. Aber hier ist es dann nochmal extrem. Der hat einfach am Ende hier so eine extreme Ladung Gravel bekommen und dann hat er einfach einen Creeper ganz oben gehabt, der dann runtergefahren ist, wie in einem Fahrstuhl, der ihn dann halt leider getötet hat. Naja, gut, es gibt viele interessante Wege in Minecraft zu sterben, das ist wahrscheinlich einer davon. Und hier haben wir nochmal einen ganz interessanten Fact, weil ich selber wusste das nämlich nicht, und zwar kann man nämlich einen Strider verwenden, der ja eigentlich im Nether dafür da ist, um über Lava zu laufen. Hat übrigens hier ein guter Russe hier herausgefunden, ne? Warte mal, da steht Najmiti Shift Slewa Sturbus Bistü. Ja, genau, auf jeden Fall ist ein Russe. und der hat herausgefunden, ne, dass man mit dem Strider nicht nur über Lava laufen kann, sondern man kann nämlich auch über Zombies laufen. Das ist eine coole Sache, beziehungsweise über Mobs an sich. Das heißt also, der Strider kann einem sozusagen auch helfen, ne, über Massen von Mobs sozusagen durchzulaufen und die, ja, zu überlaufen. Das gleiche geht auch mit diesen Baby-Zombies, über die kann er wie so über eine Treppenstufe hochgehen und die kann man dann sozusagen auch für eine Adventure-Map oder sowas benutzen. Ich fand es einfach nur mega cool und wollte euch das unbedingt mal gezeigt haben, weil ich nämlich denke, dass ich das gerne auch mal ausprobieren möchte. Hier am letzten Ding geht er jetzt einfach nochmal dahin und zeigt nochmal, dass man auch über einen Ghast laufen kann. Es ist, wie es ist. Man kann sogar über Geister laufen. Kommen wir weiter und zwar nämlich haben wir hier ein richtig cooles Video. Da kann ich sogar vielleicht einen Ton anmachen. Und zwar hat nämlich hier einer ein kleines Experiment gemacht, indem er seinen Villagern Jetpacks gegeben hat. Das heißt, der bekommt ein Jetpack, einfach angezogen. Der bekommt ein Jetpack, einfach angezogen. So. Und der hier bekommt auch ein Jetpack. Und die drei ziehen sich den Jetpack an und dann fliegen die los.
Und bei dem anderen ist einfach nur die Klamotte mitgeflogen. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Und ja, der Nackte, der geht sich jetzt umziehen. Seine Klamotten sind weggeflogen. Ja, und da geht er nackt in seinem nackigen Arsch. Ja, ja. Wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Richtig witzig, was die Leute hier machen. Hier haben wir nochmal eine kleine Idee, und zwar eine Art Vorschlag von einem Spieler reinbekommen. Der hat nämlich eine Idee, dass man vielleicht unter dem Bedrock vielleicht noch eine Schicht einbauen sollte. Er hat jetzt vorgeschlagen gehabt, dass man sozusagen hier durch den Bedrock durchspringen könnte. Und dann kommt man sozusagen in einen noch tieferen Bereich von Minen, wo sozusagen die Blöcke sich nochmal verändern, und zwar in Deepstone. Und was er auch nochmal vorgeschlagen hat, ist, dass wenn er jetzt hier weiter durchgeht und so eine kleine Torch verwendet, hat er nämlich noch die Idee, dass da so eine Mischung zwischen Bedrock und so ist und dass es auch eine andere Art von Diamanten gibt, und zwar Deepstone Diamonds. Das ist die Idee, die er hat, dass es sozusagen unter dem Bedrock weitergehen soll. Für mich, ehrlich gesagt, eine sehr schlaue Idee, die man auf jeden Fall so machen kann. Er hat die ganze Höhle hier nochmal 4 Minuten lang gezeigt. Ich möchte es nicht ganz durchgehend machen, aber das ist sozusagen die Idee von ihm gewesen. Viele Leute haben ihm da auch zugestimmt. 60.000 Upvotes hat das ganze Ding. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ich finde das eigentlich ganz cool und könnte mir das sogar vorstellen, dass es vielleicht im Vanilla Minecraft sogar Sinn ergeben würde. Hier haben wir nochmal eine kleine Idee von jemandem, der auch mit Redstone-Mechanismen arbeitet. Und zwar hat nämlich dieser Typ hier ganz gemütlich einen Bauteleporter sozusagen entwickelt. Um das Ganze zu zeigen, hat er hier einen Block platziert. In diesem Block, in diesem Quadrat, werden alle Sachen abgespeichert, die gebaut werden. Das heißt also, dieser Block ist dann dafür da, um sozusagen die X, Y und Z-Achse zu bestimmen, und dann kann man sozusagen alles, was man da drin gebaut hat, einfach kopieren bzw. mitnehmen. Das heißt also, das ist jetzt mit Common Blocks gemacht, aber dann kannst du mit einem Block deine gesamte Baute, die du gebaut hast, mitnehmen und dann sozusagen direkt platzieren. Ist eine coole Sache, weil dann kannst du es nämlich einfach abbauen und direkt wieder mitnehmen. Das heißt also, du kannst da deine Häuser dann mitnehmen, du kannst alles, was du hast, mitnehmen, und du könntest dann dadurch viel leichter umziehen. Das heißt also, du könntest auch deine Mobs mitnehmen, deine Haustierfarm mitnehmen, weil kennt ihr das, wenn man so einen Bauernhof hat mit 1 Million Hühnern, aber man möchte umziehen, aber das ist nicht möglich, das wäre dann mit so einer Box eigentlich möglich. Eigentlich eine coole Idee. Kommen wir weiter zu einem Typen, der hier was gemacht hat. Auch ein Vorschlag von jemandem, dass es nämlich möglich sein sollte, mit einer Potion innerhalb von Lava zu sehen. Denn meistens ist es ja immer so, dass wenn man in Lava schwimmen geht, dann sieht es meistens immer so aus, dass man da halt eben drunter gar nichts sieht. Es sieht ja immer so aus, aber mit dieser Potion könnte man was sehen und dann könnte man unten drunter irgendwas machen. Ob das wirklich Sinn ergibt und ob man wirklich unter Lava leben sollte, weiß ich jetzt nicht, aber kann ja jeder machen, was er will. Und hier nochmal was richtig Witziges. Der Typ hier, der hat sich so erschrocken. Ich glaube, ich will nicht wissen, wie sehr er sich erschrocken hat. Und zwar, schaut auf die Schafe, okay? Also, der läuft hier diesen Berg runter, da unten sind die Schafe. Und dann, wenn der da hinkommt, gucken ihn einfach diese Schafe wie so Aliens an, weil sie nämlich irgendwie ineinander verbuggt sind. Und dann haben die beide gleichzeitig ihren Kopf gedreht und dann stehen die so da, als ob das so Cat-Dog wäre. Kennt ihr noch Cat-Dog? Und dann sind die miteinander verbunden und gucken auch noch gleichzeitig wie so ein Alien-Schaf. Oh Mann, das musste ich auch mit reinnehmen, weil ich es irgendwie voll witzig finde. Und hier zu guter allerletzt habe ich hier nochmal jemanden dabei, der hat tatsächlich die heftigste Überlebensstrategie überhaupt gehabt in Minecraft. Und zwar hat er nämlich hier, ist er durch den Dungeon gelaufen, dann ist hinter ihm ein Creeper explodiert. Er hat sein Totem verwendet, um sich wieder zu beleben, um nicht zu sterben. Mit 3 Herzen, 2 goldenen, ist er hier an den ganzen Creepern nochmal vorbeigegangen, ist jetzt von einer Spinne verfolgt worden. Mit 2 Herzen läuft er hier weiter, überall Monster. Er springt hier über den Lavafluss, baut sich da nochmal mit ein paar Blöcken zu und geht dann da in die allerletzte Ecke rein und baut sich zu. Das ist mit Abstand die heftigste Verfolgungsjagd, die ich jemals gesehen habe. Und es waren auch viel zu viele Monster. Leute, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch Minecraft Reddit mit mir heute hier gefallen hat. Eurem Host Roman. Falls ja, gebt mir natürlich gerne ein Abonnement auf diesen Channel und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr gerne eine weitere Folge davon sehen wollt, um auf den neuesten Minecraft Trends aktuell zu bleiben. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es mal wieder heißt Minecraft. Und Reddit und Roma, das bin ich. Adios. Adios, amigo.